Hallöchen! Ihr seht immer noch die Silvester-Playlist. Diesmal kein Geballer, sondern ein bisschen NBA. Und zwar spiele ich mit den legendären, was waren das jetzt, 97er, 98er Bulls. Gegen das Team USA von 2016. Mit Rodman, Longley, Jordan, Kevin Durant hat ihn reingemacht. War das überhaupt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so richtig. So, und ich hoffe, ihr habt noch Spaß. Ihr seid noch dabei. Ich habe mal gedacht, so zwischendurch so ein bisschen Basketball wäre doch mal cool. Und Rodman macht das Ding. Da sehen wir nochmal die Namen von unseren Leuten. Und Dennis Rodman hat den Rebound, spielt ihn zu Michael Jordan. Michael Jordan läuft. Michael Jordan spielt zu Longley und er macht ihn nicht. Er macht ihn einfach nicht. Schade, schade, schade. So. Team USA, Kevin Durant macht den Dreier nicht. Rodman hat wieder den Rebound. Rodman ist eine kleine Rebound-Hure, glaube ich. Und da steht Jordan. Jordan zu Longley. Longley stand zu oft zu lange in der Zone. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock. Ihr müsst auch Bock haben. So. Rodman wollte einen Ball klauen, hat es nicht geschafft. So, Pippen. Scotty. Da ist er. Die 33. Aha. Wollen wir mal schauen. So, Scotty Pippen zu Harper. Da hinten steht Jordan unterm Korb und der macht ihn natürlich. Es ist Michael Jordan. Hat er seine ersten zwei Punkte gemacht. Sollte kein Foul sein, aber es ist Harper. Ist halt für die Fouls bekannt. Macht da gerne. Beziehungsweise war er. Weil die Jungs hier... Die spielen ja nicht mehr. Höchstens als Trainer oder mal so zu Events. Ah, Rodman. Rodman blockt. Rodman blockt nicht gut genug. Pippen. Pippen hat einen Foul gemacht. Das war nicht so gut. Aber meiner Meinung nach ist Anthony voll reingesprungen. So, Scotty. Harper schmeißt und der fällt rein. Sehr gut. Ja, es wird, es wird. Oh, ganz frei. So, Rebound von Rodman. Rodman zu Harper. Harper rennt, Harper rennt. Harper kommt durch und... Harper schmeißt ihn ganz alleine, ganz eigennützig. So. Die legendären Bulls führen. So. Und Harper eskaliert über den Platz und dankt ihn rein. John. Stephen Kerr ist auch am Start. Da ist er. Da hat er noch gespielt. Heutzutage ist er Trainer. Und sie kommen wieder ran.
So, Jordan hat den Ball. Jordan guckt erstmal, was so abgeht. Zu Kukoc, zu Winnington und nochmal zu Jordan. Jordan wurde gefoult, hat ihn aber reingemacht von Jimmy Buckets. Ah, du machst ja Sachen. So, Jordan an der Freiwurflinie. Und da ist das Ei. So. Und da ist er. Swoosh, der Jordan, Junge. So, Steven klatscht den Ball weg und Kukoc hat ihn und boom, das nächste Ei drin. Jetzt eskalieren wir auf dem Platz, ich sag's euch. Totale Zerstörung. Steven hat mal wieder einen Ball geklaut. Kukoc. Winnington mit dem Dreierversuch und der geht rein. Jawohl. Der Steven wieder. Der ist Steve. Was macht er denn? Was macht er denn? Der geht eh nicht. So, das erste Viertel 22-9. Sehr geil. Ist ja Silvester, da könnt ihr euch nochmal die Mädels angucken. Obwohl ihr hier ganz schön hässlich seid. Ich hoffe, bei euch in der Nähe sind schönere. Ne? Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr habt Spaß heute bei den ganzen Videos, die kommen, die noch kommen werden. Na, der Jordan ausgespielt. Gibt's ja nicht. Aber er macht ihn nicht. Jordan hat den Ball und kann nicht durchrennen. Aber da steht der... Simpkins. Da habe ich aber... Ja, da ist er drin. Da habe ich aber auch ganz schlecht. So, Jordan am Ball. Der Michael. Coach. Rodman. Der Dennis. Simpkins. Ganz alleine. Macht er nicht. Schade, schade, Schokolade. Da kommt ein Dreier. Kommt nicht. Und Rodman, Captain Rebound ist am Start, Junge. Jungs, ihr müsst mehr reinnehmen. So. Jordan. Jordan macht ihn. Der Michael. So, Stephen Curry wieder am Start. Michael. Michael lässt sich doch die Butter vom Brot nehmen. Doch nicht. Michael hat ihn sich geholt. Zu Kukoc. Und der drückt ihn rein. Jawohl. Die besten Bulls aller Zeiten. Ich sag's euch. Ja, es sind einige ausgewechselt worden. Steve Kerr will es wieder wissen, kriegt es aber nicht. Rodman. Rodman. Nix, Anthony. Und der macht ihn. Schön. Schön, schön, schön. So, der Kreis. Der Irving. Hat einen Ball verloren, aber das Duell habe ich nicht gewonnen. Ja, Rückspiel war. Ja. Ah, Jimmy kommt raus, der sollte jetzt reißen fürs Team USA. Steven zu Rodman. Rodman. Rodman keine Chance. Longley. Macht ihn. So, wir führen auf jeden Fall.
komm. Der Steven macht doch keine Fouls. Na, da ist Jimmy. Und da habe ich durchgelassen. Ich habe gedacht, Jimmy macht den, deswegen war ich nur auf den fokussiert. Wattman. Zu Kerr. Und Kerr macht das ganz alleine. Der Stief. Jimmy Buckets. Na komm. Na, Jimmy, hast du nochmal angefasst? Mein Ball. Irgendwas machst du falsch, mein Freund. Ah, Steven macht ihn nicht rein. Schade. So. Oh. Da hat er den aber nochmal reingetippt, du. Buschler? Auch nicht. Ich meine, klar, wir führen, da wird denn, wenn wir so hoch auch führen, da kommt denn nicht die Top-Typen auf den Platz. Obwohl ja alle in diesem Team hier spitze waren. Ja, and one für Buschler. Oder Büchler oder wie wir ihn auch immer nennen wollen. Das Face sieht total unförmig aus zum Körper. Und da ist er. 20 Punkte Vorsprung. Das zweite Viertel ist gleich vorbei. Na, Irving. Was ist los? Cousins. Pippen von ganz hinten. Wenn der reingeht, ne? Ne, leider nicht. Oh, wäre der jetzt nochmal reingehüpft, ne? Hätte zwar keine Punkte gegeben, aber wäre cool gewesen. So. So sieht's aus zur Halbzeit. Ja. Spricht Bände, würde ich sagen. Harper klatscht gegen den Ball und Harper klaut die Bälle und macht sie denn auch. Oder auch nicht. Aber war ein Foul. Der Chris Irving, der hat mal wieder gefoult. Und Harper macht den ersten. Und auch den zweiten. Jawohl. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und auch jetzt einen schönen Silvesterabendtag. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so verbringt. Mit Familie, mit Freunden. Boah, ganz alleine, ganz frei. Harper, Junge. Harper rasiert. Außer unter seinen Achseln. Er wäre mies, ne? Ne, 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 komm. Mietz? Wattman? Wattman? Wattman! Der Dennis! Der hatte damals, glaube ich, auch zu jedem Spiel eine andere Frisur. Auf jeden Fall hat er oft seine Haarfarbe gewechselt. Ja, da ist Cousins ganz frei und macht ihn. So, Pippen zu Wattman. Und Jordan mit dem Dreier. Der Michael rasiert. Achso, falls ihr euch fragt, was ich Silvester mache, ich weiß es noch gar nicht. Ja, also ich bin total planlos momentan. Wenn ihr schon alle wahrscheinlich nicht mehr ganz nüchtern seid, die meisten, die hier zugucken, oder
schon hart am Böllern seid. Was ich aber noch nicht glaube, ist viel zu früh zum Böllern noch. Wir haben es ja so kurz nach 16 Uhr ungefähr. Da wird ja noch nicht so viel Action sein, oder? Es wird auch schon langsam dunkel, ne? Da kann man doch schon mal einen Testknaller schmeißen. Und ich hoffe, ihr verletzt euch heute nicht so, ne? Weil Silvester, da schafft man es ja ganz gerne, sich mal den Daumen zu verbrennen, zwecks Feuerzeug und so weiter. Das ist aber normal, aber heutzutage haben die ja alle diese Klickfeuerzeuge, beziehungsweise die Sturmfeuerzeuge kosten ja heutzutage auch nicht mehr so viel. Von daher hoffe ich, dass es euch nichts passiert. Und Pippen! Macht ihn nicht. Gibt's ja nicht. Scotty, was ist los mit dir? Scotty hat einen schlechten Tag heute. So, der Michael. Der Pippen. Der Pippen blockt. Hat er trotzdem, ne? Alles Top-Spieler, die rasieren halt, ne? So, Jordan. Und da ist das Ei für Jordan. Na, wir machen es halt, ne? Und, kauft euch keine Polenböller, das ist gefährlich. Also, falls ihr die gekauft habt und nutzen wollt, ich würde es lassen. Die knallen zwar sehr laut, aber meistens ist die Zündschnur doch etwas kurz für den Knalleffekt, der da drin ist. Und am besten schmeißt ihr die nicht in die Menschenmenge. Es gibt ja auch Leute, die ganz gerne Knaller mal so in so eine Menschenmenge schmeißen aus Spaß, weil die Leute sich erschrecken. Das könnt ihr mal mit so einem Kleinen machen oder mit so einem Glitzerkringel. Das ist ja euch überlassen, aber treibt's nicht zu doll heute. Ich sag's euch nur mal. Denn Silvester passiert da so einiges. Und wenn man da noch ein bisschen einen Tee hat, da wird man auch sehr schnell leichtsinnig. Ja, komm, spiel hier nicht rum, Mann. Ah, da kommt einfach der Michael und macht das alleine. Swoosh, da ist das Ding drin. Michael fucking John. Ah, hat den Michael John gegen den Ball gehauen? Ah, du willst doch bloß die Uhr runterspielen. Da hab ich gar keinen Bock drauf, komm. Den machen wir noch. Den zimmern wir euch noch voll in die Fresse, Junge. Das böllert hier richtig im Korb. Und auf geht's wieder. Alle bereit. Und ich laufe da einfach mal durch mit Smith. War ja auch nicht schwer. Der war einfach durchlaufen, ne? Smith. Der Schmiff. So, Steven. Steven gegen Butler. Kevin Durant für den Dreier macht er nicht. Der Steven. Zu Simpkins und der macht ihn. Es ist ein Blowout, ne? Die Schwierigkeit gerade habe ich natürlich auch nicht so hoch gedreht. Ich meine, schließlich wollen wir auch Spaß haben heute an Silvester. So, und der Schmiff. Der Schmiff hat beim Hochspringen den Ball verloren. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr heute so an Silvester gemacht habt oder noch so vorhabt. Ob ihr böllern geht oder ob ihr eher mit der Familie so feiert und dann mal nur eine kleine Fontäne steigen lasst oder ob ihr richtig eskaliert. Oder ob ihr schon besoffen unterm Schreibtisch liegt. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch die anderen ich will mal Weihnachten sagen, ne? Silvester-Special-Folgen an. Weihnachten ist ja nun schon rum.
Weddington drückt ihn rein. Oder wart ihr im Club feiern, so ganz weit weg, so ganz nicht so Silvester-stylisch unterwegs? Einfach mal schön Halligalli machen, abdancen oder so. Ihr könnt doch... Butler hat den Ball verloren! Alter, haben die Smith gefoult eben. Als wenn ein Stück Papier ist, schmeißen die den da durch die Gegend. Da ist der Erste. Und der Zweite ist auch drin. Ja, das läuft doch. Defense. Cousins war gut geblockt, er konnte nichts machen. Smith. Decker. Zu Wennington. Und Wennington macht das nicht. Okay. Ach, Durant, Junge. Nix kann er. Und Steven. Beziehungsweise Steve. Wollt ja nicht übertreiben. Alter, wer soll den denn kriegen? Da Jimmy, also Jimmy hat echt... Und dann macht er den auch noch, ne? Zweimal klatschen wir den Ball weg und dann macht er ihn. Das ist auch Jimmy Buckets. Spielt er jetzt auch bei den Bulls? Gibt ja auch... Oh, jetzt. Aber... Und da fliegt der Jimmy. Hui, Rums. Ja, faul gezogen und ihn reingemacht, der Wennington. Macht auch ein super Spiel, der Mann heute. Ne? Wir könnten ja Wennington in Wennington umbenennen. Ne? Ist Ball verloren? So, Simpkins. Zu Wennington und der macht ihn auch nochmal. 50 Sekunden noch. Die Gegner können das Spiel nicht mehr gewinnen. So. Harper. Harper ist auch wieder am Start. Harper hat auch ein übelst geiles Spiel abgeliefert. Jordan natürlich auch. Jordan ist natürlich über den Platz gesprungen auf allen Flächen. Aber ich finde, das ganze Team hat gut gemacht. Wattman hat die Dinger geholt, einfach die Rebounds, wie kein anderer. Der hat die einfach gepflückt vom Himmel. Thompson. Und er macht ihn nicht. Wennington. Harper. Wennington. Zweiter Versuch und da ist das Ding drin. Wennington geht ab. Sein Viertel. Wennington holt sich ihn. Für den Dreier zum Abschluss. Und das Ding ist gegessen. Ja. Chicago hat, wie erwartet, gewonnen. Der Player of the Game, der Jordan Player of the Game ist natürlich Michael Jordan. 18 Punkte, 1 Rebound, 3 Assist. Natürlich macht so ein Jordan, hat ein Jordan früher mehr Punkte gemacht, klar. Aber ihr wisst ja, durch die Zeitbegrenzung vom Spiel beziehungsweise durch meine schlechte Internetleitung kann ich euch nicht ein Viertel pro 15 Minuten machen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen lange zum Angucken. Und dann würde ich sagen, damit gehen wir raus. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß. Guckt die nächsten Videos, die noch kommen. Es wird noch einiges kommen. Was kommt, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber es kommt auf jeden Fall was. Also seid dabei, seid mit dabei und habt Spaß. Bis dann, haut rein. Tschüss.